Ein ganz normales Mario Kart Wii Rennen, aber irgendwie kam mir das so ein bisschen komisch vor. Fragezeichen? Ja, deshalb spulen wir einfach mal zurück und schauen uns das Ganze nochmal ganz langsam an. Oben links im Itemfenster sieht man klar und deutlich, dass ich einen Bullet Bill habe. Nach diesem misslungenen kleinen Ausweichfehler blieb mir nichts anderes übrig, um den Bullet einzusetzen. Why do you smile and walk away? That's what I say. You're an empty blood transfusion and by the road I read a note it says. Das war so eine kleine Demonstration von mir, was Nintendo für Kack-Server hat. Und ich möchte auch nicht behaupten, dass hier gecheatet wird. Das glaube ich auch nicht. Und ich sage wirklich nur Nintendo, gebt mal 2 Euro mehr aus, kauft euch einen anständigen Server und macht mal ein bisschen mehr Online-Spiele, Multiplayer-Spiele, die man auch online spielen kann. Sammelt mal ein bisschen mehr Erfahrung, Nintendo, und ja, es kommt bald Mario Kart 8 raus, deswegen, ich hoffe, da läuft alles relativ flüssig. Die Kack-Server, die verfolgen mich schon wirklich seit mehreren Monaten, fast schon seit Jahren hier. Ist im Prinzip, Mario Kart 8 ist ja sozusagen der einzige Server von Nintendo. Wir haben wahrscheinlich noch einen bei Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen und hast du nicht gesehen. Aber wirklich, Nintendo, geht mal ein bisschen mehr in die Multiplayer-Sache rein und kauft euch wirklich dann auch ordentliche Server und kauft euch vielleicht mal auch Personal, die sich damit ein bisschen auskennen. Und das war so ein bisschen meine Demonstration, was Nintendo hier für Kack-Server hat. Und das ist auch jetzt nicht böse gemeint, aber wirklich, es geht nicht in die Richtung, wo es hin soll. Und deswegen verabschiede mich erstmal hier von dem schönen, kleinen, feinen Video, was so für Verbindungsfehler im Alltag bei MKW, ja, auftauchen. Macht's gut!